So. Da seht ihr es, er teilt sich da oben. Aber er kann sich eben nur... Jetzt kann er sich nochmal teilen. Es könnten eben nur drei Monster gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Und wenn man es schafft, eben immer nur zwei zu killen, statt alle drei, dann hat man im Prinzip unendlich viele Gegner. Die können einen vergiften hier, die Schweine. Und er da vorne hüpft die ganze Zeit, das heißt, er war irgendwie nicht angreifbar. Okay, jetzt. Mein fertig. Sehr gut. Gut. Hier runter. Und nochmal runter. Hier rüber. Vorbei an diesem Spacko. Vielleicht ist da... So, auf Oti, damit wir nochmal kurz aufladen. Und jetzt drückt mir die Daumen, dass hier keine Bombe oder diese Dornranken drin sind, sondern ein Bonbon. Curare Dorn. Vergiftet. Na gut. Auch nicht so wild. Hier ihn noch umhauen, den Spacken. Und der Dings kann nicht mal. Der Schleim, die brauchen so lange. Hier runter. Gut, und dann haben wir es schon fast geschafft. Wie ihr seht, hier benutzen wir, können wir keine Waffen benutzen. Warum wohl? Komisch. Und wieder ein Schalter. Und dann kommt ein Block runter, der dann hier... Tada! Uns den Weg ebnet ins Zwergendorf. So, schauen wir mal, wie viel Knete wir haben. 684, das ist gut. Hoffe ich. Ob es reicht, sehen wir ja gleich. Hoch, das reimt sich. Ein bisschen Geld müssen wir auch behalten. Kaufen wir mal 150 pro Dings. 260 die Dornweste. So, hat er noch einen Helm. Okay, damit können wir schon mal alle beide ausrüsten. Und dann müsste ich noch ein bisschen Geld sammeln, weil das wichtig ist. Weil wir hier nämlich gleich noch Geld benötigen. Ein paar hundert. Ich müsste nochmal nachrechnen. 100. Dreihundert mindestens, ja. Und dann noch ein bisschen was zusätzlich, aber... weg. Gut, ich werde erstmal dann hier ein Schlafpäuschen machen und einen Cut zum Leveln, zum Lernen, zum Geld machen. Ihr wisst ja, was ich hier... Ne? Ich mache nebenbei noch andere Sachen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Teil wieder. Vielleicht ist auch der nächste Teil immer noch der gleiche Teil. Man wird es ja sehen. So, wieder schlafen, natürlich ein Bett zwischen freilassen. Und jede Herberge hat auch immer genau drei Betten. Ist das nicht praktisch? Gut. Swing! Aufgeladen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Ein herzliches Hallo! Ja, hier sind zwei Verrückte, die im Kreis laufen mit dem Otaldo und Dumbo! Genau, wir müssen mal hier hoch. Wir haben ein bisschen gelevelt, wie man sieht. Ah nee, erstmal müssen wir noch kurz runter. Habe ich vergessen. Erstmal zum Schmied. Komm mal mit. Der Schmied. Ich weiß gar nicht, ob ich zuletzt mit dem Schmied geredet habe.
Der möchte uns nämlich ja bestimmt noch hier eine neue Waffe machen, weil wir müssen ja eine Axt besorgen. Sei gegrüßt. Hm, das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Na klar! So, jetzt schmiedet er ein bisschen unser Schwert. Okay, gib her. Gib her das Ding! Genau. Und jetzt stellt er was Besonderes fest. Fertig, hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Huch, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Ich habe damals immer gedacht, dass man hier vielleicht noch, dass es noch also die Mana-Waffe ist, der Mana-Hammer oder so, aber den gibt's leider nicht. So, jetzt leuchtet sein Schwert auf. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll! Dann versuche ich jetzt, eine Mana-Axt zu schmieden. Komm später wieder. Wir haben eigentlich gar nichts davon gesagt, dass wir die Mana-Axt benötigen, aber naja. So, und jetzt gehen wir mal hier für hoch. Für sich selbst, ne? Weil er dann das ultimative... Nee, die ist nur wirksam, wenn der Mana-Held sie in der Hand hält. Der das Mana-Schwert rausgezogen hat. Hier mal links hoch. Dann wollen wir uns mal eine Show ansehen. Treten Sie ein, das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen. Der Eintritt kostet 50 GM. Was? Ja, okay. Meinetwegen. Schnäppchen. Ruhe bitte, jetzt kommt's richtig hart. Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie, ein gelber Pogo-Puschel. Wuhu! 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Er kann sogar Pogo tanzen. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Seufz. Schluchz, ich bin ja so traurig. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum, helfen Sie ihr. Selbst 100 GM würden schon reichen. Na gut. Sind wir mal nicht so, ne? Wir wollen den armen Koboldmädchen helfen. Und sie ist wieder groß, Mensch. Hab Dank, damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Okay, aber wir trauen der ganzen Sache nicht. Ups, wir müssen hier hoch, nämlich. Und geh ein bisschen mal Backstage. Mit Kreis kannst du rennen. Mhm. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hätte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Ich kann nicht weiter. Ich wusste nicht, was... Kreisch! Ein Spion, der hat alles gehört. Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihm sein Geld zurück. Bäh, das ist ja langweilig. Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Gut. Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Gut, der möchte irgendwie noch weiterreden. Kannst du dich bewegen? Kannst du irgendwas drücken? X? Ja. Du hast wahrscheinlich angequatscht. So, und jetzt treffen wir auf etwas, dadurch, dass wir hier... Komm runter. Was passiert denn? Nervig hier, die Möbel. Findest du? Ich finde die voll cool. Was zum... So. Wir kämpfen gegen Truppi Kala, oder wie das heißt. Was ist das? Es reicht, wenn du auf 100% auflädst. Und dann, sobald er rausguckt, in sein Gesicht schlagen hier. Hau rein. Genau. Boah, nochmal schön getroffen, 67. Ich versuche ein bisschen seinem Ding auszuweichen. Okay, er trifft dich direkt. Oh, der ist erledigt, sagt er. Hat also einen kritischen Treffer erhalten. Und da oben kommt er. Und sobald er rauskommt, hoch, hier von der Seite kannst du nur treffen. Noch erwischt zuletzt. Ach, rechts.
Okay, aber der hat nicht mehr lange. Warte. Yes. Zack. Erledigt. Bang, boom, bam, pow. Ja. Genau an dieser Stelle, damals, als ich noch ganz klein war, haben Freunde und ich total ewig gebraucht. Also wir haben ihn nicht besiegt bekommen. Weiß nicht, wahrscheinlich waren wir Level 5 oder so und wir haben es einfach nicht geschnallt, wie wir ihn besiegen konnten. Und sind hier immer verreckt. Welche Level hast du denn hier jetzt? Ich glaube 10 bin ich oder so um den Dreh. Lanzenorb erhalten, das ist auch sehr praktisch. Können wir nämlich gleich die Lanze weiter schmieden. Ich danke dir. Übertreib nicht so. Er wird noch eingebildet. Schließt die sich nicht uns noch an, Engel? Gleich kommt es. Sei endlich still. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wollen wir es irgendwie so machen, dass wir verschiedene spielen oder so? Stimmen oder sowas? Das wäre voll witzig. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf den Nerven. Haha, alter Giftzwerg. Wie sie da so steht, ne? Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lavatempel gefunden haben. Das ist nämlich da, wo wir hin wollten, zum Lavatempel, um den zweiten Mana-Samen zu holen. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Koboldin heilen. Amnesie was? Egal, auf zum Lavatempel. Okay, aber nicht alleine, es gibt zu viele Monster dort. Würdest du die kleine Koboldin in den Lavatempel begleiten? Na gut, wenn es sein muss. Du liest im Kopf schneller, als es mit dem Mund rauskriegt. Ja, das ist sehr nett von dir. Gut, dann quatschen wir nochmal hier, hallo? Das ist sehr nett von dir. Ah ja, dann muss ich mit ihr reden. Hey, alte Socke. Alte Socke? Ich heiße Oti. Oti. Otaldo Passel. Okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Wie nennen wir sie? Also die Blonde heißt Blondie. Die rote Koboldin nennen Roti. Wir die? Oti, Blondie, Roti. Roti klingt komisch, ne? Rote. Oder Pinky. Könnte auch Pink sein, die Farbe. Pinky. Lass mal Pinky nehmen. Dämliche Name, aber was soll das? The Pinky und the brain. Dann muss ich auch mit I nehmen, weil alle auf I enden. Pinky, was soll denn das für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit. Pinky schließt sich an. Jetzt können wir theoretisch auch auf den dritten wechseln. So, hier siehst du. Boah, der hat das fertig. Mit Select wechselst du den Spieler und mit Start kannst du dich sozusagen ausklinken, falls du mal selbst keinen Bock hast zu laufen. Klingt sie aus und dann folgt sie. Genau, wir müssen mal gucken. Ah, du hast dich ausgeschaltet. Ah ja, sehr gut. Bekleidung. Habe ich ihr schon was gekauft? Guck mal hier. Das kann sie anziehen. Das kann sie anziehen. Und das kann sie anziehen. Ah ja, viel Glück. Den Lavatempel erreicht ihr durch das Loch dort. Tura hat den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Am besten besucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geht nach Norden in das Hexenwäldchen und sucht Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Tada! Pfeil und Bogen halten. Wir haben schon fast bald alle Waffen zusammen, die es so gibt. Da fällt mir ein, Bertie, der Schmied, hat dich schon gesucht.